Komme von meinem Hocker oben ab, wegen dir habe ich Rucksack gepackt, meine Schuhe habe ich geschnürt. Ich komme von meinem Hocker oben ab, wegen dir habe ein Sandwich gemacht und Senf drauf geschmiert. Ich komme von meinem Hocker oben ab, wegen dir habe ein Kränzli gemacht und ein Lätschli zur Tür. Ich komme von meinem Hocker oben ab, wegen dir im Bart habe ich Luft und im Herz habe ich Feuer. Ich komme von meinem Hocker oben ab, wegen dir habe ein Stein im Brett und eine Schuhe in der Tür. Ich komme von meinem Hocker oben ab, wegen dir habe noch Glut im Ofen und noch Heu in der Schür. Ich komme von meinem Hocker oben runter wegen dir und ich büschele mein Maul für ein Münchi. Guten Abend, St. Gallen. Es ist sehr schön, hier dürfen zu sein. Ich möchte euch aus dem Leben von einer starken Persönlichkeit erzählen. Es ist eine Frau, eine sehr starke Frauenpersönlichkeit. Sie heisst Lotti. Das Besondere an Lotti ist, sie ist Pirat und darum heisst der Text «Lotti war Pirat». Lotti war Pirat. Deshalb nannte man sie die Piraten-Lotti. Die Piraten-Lotti hatte einmal eine Ratte, die fliegen konnte. Es war eine Pilotenratte. Otti hieß Piraten-Lottis Ratte. Mittels einer roten Latte hatte die Piraten-Lotti Otti der Pilotenratte ein kleines Flugzeug gebastelt, mit dem diese nun lauter flotte Loopings über Lottis Kutter flog. Wenn die Piraten-Lotti die Pilotenratten-Loopings hatte, ratet mal, was sie da tat. Na? Sie schnallte sich ihr hohles Holzbein ab und haute paff die Ratte runter. Dann gab's für Otti die Pilotenratte rum und Ritalin als Medizin, worauf Piraten-Lotti Ruhe hatte. Piraten-Lotti war Patentante von Robby. Robby war ein richtiger Rabauke. Man nannte ihn Rabauken-Robby. Eines Tages machten der Rabauken-Robby seine Patentante, die Piraten-Lotti sowie Otti die Pilotenratte einen Strandspaziergang, wobei Piraten-Lotti eher trottete, Rabauken-Robby mit dem Lollilutschen rannte und Otti mit dem roten Lattenflieger flog. Plötzlich stolperte Rabauken-Robby über eine tote Robbe. Patentante, Patentante, rate mal, was ich gefunden hab! Was denn, Robby? Na, ne tote Robbe! Rief Rabauken-Robby, hops, der auf die tote Robbe machte, hoppe, hoppe, Reiter! Nix da, hoppe, hoppe, Reiter, Robby, rief Piraten-Lotti runter von der toten Robbe, aber zack, zack. Doch Rabauken-Robby wollte nicht gehorchen. Was tat da die Piraten-Lotti? Na? Sie reagierte radikal. Sie schnallte sich ihr hohles Holzbein ab und haute, paff, Rabauken-Robby von der toten Robbe runter. Dann gab's von der Patentante Rum und Ritalin als Medizin, worauf Piraten-Lotti Ruhe hatte. Um rank und schlank und rüstig zu bleiben, machte die Piraten-Lotti Pilates. Zu diesem Zweck stattete sie stets dienstags dem stotternden Stefan einen Besuch ab. Der stotternde Stefan war Lehrer für Pilates, speziell für Piraten. Er hatte ein Piraten-Pilates-Pilotprojekt lanciert, bei dem Piraten-Lotti probehalber mitmachte. Einmal nach dem Training fragte der stotternde Stefan die Lotti, ob sie Lust auf einen Latte Macchiato mit ihm hätte. Werd nicht frech, wettete da die Lotti los. Deine Latte mag ja toll sein, doch solch lustmolchige Anmache mochte ich noch nie. Dann haute sie dem Stefan paff ihr Holzbein um die Ohren. Rum und Ritalin gab's obendrein, seither lässt sie das Pilates sein. Mit ihrer schütteren Schabracke schipperte die Lotti manchmal nach Piräus, um sich in aller Ruhe die Ruinen anzusehen. Lotti fand Ruinen geil. Besonders die Reste der grotesken Fresken hatten es ihr angetan. Lotti fand groteske Fresken pittoresk, sie lechzte regelrecht danach. Einmal, als sie so mir nichts, dir nichts durch die verfallenen Gemäuer flanierte, traf sie auf eine Rotte marodierender Matrosen, die in die Ruinen urinierten. Oh! Mochte Lotti doch ansonsten noch so nachgiebig sein, ging es um die Kunst, kannte sie kein Pardon. Als wären den Matrosen während ihrer großen Meeresüberfahrten nicht schon so einige Gefahren widerfahren. Und als wären sie derer nicht schon oft durch hehre Heldentaten Herr geworden, wahrlich. Lottis Zorn war von gröberem Kaliber. Ihr rüden Rüpel, rief sie echauffiert und in bewährter Holzbein-Rum- und Ritalin-Manier zog sie den Matrosen die Hosen stramm. Dann flanierte sie heiter weiter. Da sie auch sonst vielseitig interessiert war, machte die Piraten-Lotti Politik. Quasi als Hobby machte Lotti Lobby. Sie war mit von der Partie, bei der Partei die Partout die potentesten Potentaten boykottierte. Stets auf Opposition, Hauptsache hart am Wind. Und hopp, da sitzt sie schon im Parlament. Ein paar Momente später wird zur Präsidentin sie gewählt. Lehnt dies jedoch mit hoch erhobenem Kopfe dankend ab und sagt, ich hab was anderes vor.
Das kannst du doch nicht machen, rief das Parlament im Chor. Kann nicht wohl, johlte die Piratenlotti, holte Holzbein, Rum und Ritalin hervor, sedierte keck komplett das Kabinett und genoss danach ihre Ruhe. Es ist eines jeden Lebens los. Es kommt der Tag, an dem das Leben losgelassen werden muss. Und haucht der einst dann auch die Lotti ihren letzten Atem aus. Und holt der einst der liebe Gott die Lotti zu sich in den Himmel rauf, dann wird dort oben sicherlich noch mehr gepennt, weil Lotti da so eine Methode kennt. Merci vielmals.